Hallo, hallo, so ihr Lieben, jetzt will ich mal Business mit euch reden. Was ist Business? Ich sag's immer wieder gerne auf die gleiche Art und Weise, und zwar Business ist deine Angelegenheit. Hallo, hallo, hallo Elisabeth. Business ist deine Angelegenheit. Auf Englisch heißt es, ja, man sagt ja immer, it's not my business oder it's my business, that's your business. Es ist deine Angelegenheit. Und was deine Angelegenheit ist, was dich betrifft, was dir wichtig ist, ist dein Business. Punkt. Ob du dafür Geld verlangst, respektive ob du dir erlaubst, dass dein Business so viel wert ist, dass du etwas dafür im Gegenzug empfängst, das darfst du entscheiden. Jeder darf sein Business haben, weil jeder hat eh sein Business, jeder hat seine Angelegenheiten, jeder ist hier, um etwas in die Welt zu bringen. Wir sind alle hier, um zu schaffen, erschöpfen, kreieren, um hier durch unsere Gedanken, durch unsere Vorstellungen etwas in die Welt zu bringen. Und jetzt frage ich dich, was ist dein Business? Was ist deine Angelegenheit? Was möchtest du in die Welt bringen? Was möchtest du erleben? Diese Gedanken machen sich die allerwenigsten, weil wir alle so konditioniert sind. Also das heißt, du musst einen Beruf lernen, und dann musst du diesen Beruf ausüben und das machst du dann und dafür wirst du bezahlt und das ist das, was du kannst und das ist das, was du zu tun hast. Und ich sage dir, das stimmt nicht. Ich sage dir, du wirst klein gehalten. Ich sage dir, du wirst beschränkt. Ich sage dir, das ist so ein kleiner Teil von dem, wofür wir hier sind. Wenn ich dir jetzt sage, du bist hier, um etwas Großartiges aus deinem Leben zu machen. Das ist mal Nummer eins. Du bist hier, um ein großartiges Leben zu erleben. Und wenn es im Moment nicht der Fall ist, dann liegt es nur daran, dass du dir nicht erlaubst, zu glauben, dass du hier bist, um ein großartiges Leben zu erleben. In der Schule, im Beruf, in der Ausbildung. Hat dir da schon jemals einer gesagt, du bist hier, um ein großartiges Leben zu erleben? Vielleicht sogar nicht mal in deiner Familie, vielleicht sogar niemals hast du gehört, dass die Wahrheit deiner Existenz auf diesem Erdboden die ist, hier ein großartiges Leben zu erleben. Das ist die einzige Wahrheit, warum jeder einzelne Mensch hier auf dieser Erde angekommen ist. Warum jeder einzelne Mensch sich hier materialisiert hat. Mit der Idee, ich erlebe hier ein großartiges Leben. Manche sagen ja auch, Gott hat sich vermenschlicht, um sich selbst zu erfahren. Aber nicht in der Scheiße und auch nicht in Leid, auch nicht in Einschränkung und auch nicht in Beschränkung. Wer hat das sich ausgedacht? Ich frage mich selbst. Niemand hinterfragt's. Wir kommen mit dieser Überzeugung hierher und viele sagen auch noch, ja, ich muss durch das Leid durchgehen, um endlich das Schöne zu schätzen und das Schöne dankbar anzunehmen. Aber ich sag dir, du musst nicht durch Leid durchgehen. Du musst auch nicht Leid erfahren. Meistens ist es leider so, dass wir das halt erfahren müssen, damit wir uns erlauben, etwas anderes zu erfahren. Aber grundsätzlich muss es niemand erfahren. Sofort kann jeder Mensch, sobald es ihm bewusst wird,
eine andere Richtung einschlagen für sein Leben. Das bedeutet aber, dass wir aufhören, uns damit zu identifizieren, was mal war, uns glauben zu müssen, unsere Herkunft beschreibt das, was wir sein dürfen in Zukunft. Unsere Geburt in irgendeine Familie hinein legt fest, was wir in Zukunft aus unserem Leben machen dürfen und welche Persönlichkeit wir hier darstellen dürfen in diesem Leben. Das sind alles so einschränkende Überzeugungen und Glaubenssätze, die einfach schlichtweg nicht wahr sind. Und wenn man so denkt, ja, in Indien, da herrscht noch vielerorts ein Kastensystem, aber diese Kasten im Kopf, der ist hier auch vorhanden, dieser verdammte Kasten. Deswegen heißt er auch, denk aus der Box heraus. Out of the box thinking. Aber das bedeutet viel mehr, als nur anders zu denken als die anderen. Es bedeutet, so zu denken, wie ein Schöpfer denkt. So zu denken, wie ein göttliches Wesen denkt. Das hier tatsächlich mit seiner Annahme, mit seiner Aufmerksamkeit, mit seiner Kreationskraft, mit seiner Manifestationskraft unweigerlich alles erschafft. Alles, was du jetzt gerade lebst, hast du erschaffen. Alles, was du jetzt gerade bist, hast du erschaffen. Warum? Weshalb? 1000 Gründe gibt es dafür. Aber das Wichtigste ist eigentlich nur, dass du erkennst, dass du es erschaffen hast mit deiner Ansicht, mit deinen Gedanken und mit deinen Überzeugungen. Das ist das Wichtige. Und dass du jetzt erkennst, dass, wenn diese Dinge, die du dir erschaffen hast, dir nicht gefallen, dass du eintrittst und sagst, ja, puh, macht ja nichts, dann erschaffe ich mir etwas anderes. Und das geht auch in Bezug auf Business so. Weil wieso gibt es Business? Es ist nicht dazu da, damit wir überleben und damit wir unser Essen kaufen können. Nein! Wir sind hier, um zu erleben, ich sag's nochmal, zu erleben, und zwar tolle Sachen zu erleben, miteinander tolle Sachen zu erleben. Und das darf ein Business sein. Keiner hat irgendein Problem, wenn ein Ferrari teuer ist. Keiner hat irgendein Problem, wenn Bio-Essen teurer ist wie normales Essen. Ja, aber du machst dir ganz viele Probleme, wenn Dinge, die du dir nicht erschwingen kannst, gerade nicht kaufen kannst, gerade nicht in dein Portemonnaie passen, dass du dann sagst, ja, das ist eh nichts und das ist für Angeber oder ja, das wollte ich eh nicht erleben und Luxusleben, das brauche ich nicht. Gestern in die Frau, die alles hatte, kam wieder zum Vorschein. Schön Schmuck. Nee, das brauche ich nicht. Schmuck. Nee, brauche ich nicht. Brauchen tun wir eh nichts. Wir brauchen gar nichts. Es gibt, du kannst in der Höhle wohnen und du kannst Beeren sammeln und du kannst Tiere jagen wie in der Steinzeit. Das kannst du machen. Und wenn es das ist, was du erleben möchtest jetzt im Moment, dann erlebe es wenigstens. Aber wenn es da halt noch andere Wünsche gibt, die du erleben möchtest, dann wisse einfach, dass du sie dir kreieren kannst. Und dass du sie eben auch kreieren kannst, dass du dir eben auch ein Business draus machen darfst. Du darfst es. Du darfst aus allem ein Business machen, weil alles ist deine Angelegenheit. Du darfst in den Austausch der Energie eintreten. Und wie dieser Austausch stattfindet, auf welcher Höhe und in welchem Ausmaß, das kreierst und entscheidest einzig und allein du. Und warum gibt es so viele Angebote? Es gibt so viel zu jedem Preis. Es gibt alles zu jedem Preis. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist das, dass du, den du wahrnimmst. Du nimmst einen Unterschied wahr. Du nimmst einen Unterschied wahr zwischen einem Golf und einem Ferrari und deswegen kostet der Ferrari mehr. Wenn ich aber jetzt keinen Unterschied wahrnehme zwischen einem Golf und Ferrari, weil ich einfach nur ein Fahrzeug sehe, was ist dann? Hallo, hallo. Ja?
Was ist dann? Du nimmst einen Unterschied wahr zwischen, keine Ahnung, einer Chanel-Tasche und einer Tasche vom Chinesen. Wenn ich aber nur eine Tasche sehe, dann ist es eine Tasche. Was ich wahrnehme, was ich wahrnehme, macht den Unterschied. Und nicht, was die mir da draußen erzählen und was das Marketing und die Information, sondern letztendlich, der Unterschied entsteht in mir, aus mir heraus. Das ist der Unterschied, den ich wahrnehme. Ich entscheide. Und so entscheide ich eben auch über mein Business. Was mein Business ist, was meine Angelegenheit ist, was ich für Preise verlange, wie ich darüber spreche. Ich entscheide alleine, wie es ist. Und ich entscheide, es ist gut. Ich entscheide, es ist gut so. Punkt. Und da denke ich nicht mehr drüber nach, sondern ich treffe eine Entscheidung und sage, es ist gut so. Und genau das ist dieses Denken, das ist das, was ich mir erlauben darf, dass ich alles so kreieren kann, wie es mir persönlich gefällt. Und einer, der Ferraris verkauft, Ferraris herstellt, was auch immer, der hat gesagt, das ist das geilste Auto der Welt. Punkt. Das hat diesen Preis. Und du darfst für alles, was du dir ausdenkst, was dein Business ist, einfach entscheiden, wie es ist. Und dann musst du aber wissen, es ist gut. Und dann musst du auch wissen, es ist ein Beitrag. Dann musst du auch wissen, wer das kauft. Du entscheidest das. Wenn du entscheidest, gibt ja niemand, der meine Preise zahlt, ja, dann ist es halt so. Und so funktioniert Business. Und die wenigsten trauen sich, Business so zu leben, Business so zu machen, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden. Das heißt, sie haben Angst vor ihrer eigenen Verurteilung. Nimm deine eigene Verurteilung weg, lebe dein Business und deine Welt so, wie sie dir gefällt, weil dein Business ist genauso wie deine Beziehung, ist genauso wie deine Familie. Es ist so, wie du es haben willst. Aber trau dich jetzt endlich mal so zu haben zu wollen, wie du es möchtest. Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt eine neue Runde Divine Business VIP, ausschließlich VIP, lanciere, weil ich möchte, dass ich diesen Frauen helfen kann, die sagen, ja, genau. Und hier geht es mir nicht um weibliches Business, hier geht es mir nicht um männliches Business, hier geht es mir auch nicht um transsexuelles Business. Es geht mir um ein Business, das so ist, wie es dir gefällt. Es geht mir um dein Business, dass du festlegst, wie es ist, wie es funktioniert, was da bezahlt wird dafür, wie die Preise sind, wer das kauft. Dein Business. Und das ist so eine tolle Sache, auch für mich persönlich, da immer mehr und mehr und tiefer zu gehen, weil ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe in der Wirtschaft gearbeitet, ich habe Business Consulting gemacht, ich habe jahrzehntelang diese Hardcore-Geschichten gelehrt, sogar an Hochschulen. Und es ist nicht so, wenn du es anders haben willst. Wenn du es so haben willst, wie es gelehrt wird, wie es in den Lehrbüchern steht, dann ist es so. Aber wenn du als Schöpfer die Regeln bestimmst, dann sagst du eben, wie es ist. Und dazu dir die Erlaubnis zu geben und sagen, es ist so, es ist so, es ist so. In meinem Business, in meinem Leben, in meiner Beziehung, in meiner Familie, in allem, was mich betrifft, alles, was mein Business ist, setze ich die Regeln auf. Und warum kann ich das machen? Weil es de facto im Außen niemanden und nichts gibt, außer ich habe es selbst kreiert. Es gibt im Außen keine Einschränkungen, es gibt keine Kritiker, es gibt keine Haters, es gibt nichts im Außen, außer ich habe es selber kreiert. Und wenn ich lerne aufzuhören, mir im Außen Sachen zu kreieren, die mich einschränken, die mich unterstützen, die mir nicht erlauben, das zu sein, was ich wirklich bin, ohne bliblablo,
sondern einfach, weil es so ist. Du brauchst keine spezielle Soul-Verbindung, du brauchst keine spezielle Anbindung, Ausbildung, Einbindung, Unterbindung, whatsoever. Du brauchst genau gar nichts. Du brauchst einfach nur diese Entscheidung, ich will es so haben. Und ich weiß, dass ich es so haben kann, weil ich weiß, wer ich wirklich bin, als Schöpfer, göttliches, perfektes, wunderbares Wesen. Und alles, was sich im Außen mir jemals gezeigt hat, als Einschränkung, als Unmöglichkeit, als Kritik, als ich darf nicht, ich werde gar noch womöglich bestraft, wenn ich das bin, was ich wirklich bin, nämlich Schöpfer, göttlich. Wenn du das alles dir traust abzulegen, dann verändert sich dein ganzes Leben, es verändert sich dein Business, es verändert alles, was du erlaubst dir zu erleben, und plötzlich ist alles frei und alles möglich. Und warum sollte das für dich nicht so sein? Warum solltest du das für dich nicht entscheiden? 100.000 Gründe höre ich, aber das sind alles deine Gründe. Und wenn es deine Gründe sind, dann kannst du sie auch verändern. Und das ist nicht einfach von heute auf morgen. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich in Divine Business, dein göttliches Business, alles, das ist nur für Selbstständige, für Leute, die schon ein Business haben. Und da entscheide ich jetzt halt auch so. Ich habe da keinen Bock drauf, diese anfängliche Sache zu begleiten. Das machen andere. Aber ich bin die Richtige, ich bin diejenige für dich, wenn du schon alles hast. Wenn es nur noch darum geht, das so aufzustellen, deinen Mindset, deinen Glauben, das, was du wirklich für dich als wahr hältst, dass es für dich ein Selbstläufer wird, dein Business. Das Natürlichste, die natürlichste Sache der Welt, mit der du täglich aufstehst, den Tag verbringst in Freude, in Glückseligkeit und dir einfach nur überlegst, wie dankbar du sein kannst für all das, was du erleben darfst. Die einzige Person, die es dir verbieten kann, bist du selber. Da draußen ist niemand. Ich weiß, dieses Everyone is you pushed out von Neville Goddard ist wirklich eine harte Kost. Aber wenn du sie einmal auf deinem Menüplan hast, dann verändert sich alles. Dann verändert sich jede Beziehung. Dann verändert sich eben dein Business. Dann verändert sich deine Gesundheit. Du hast keine Angst mehr. Du hast keine Angst mehr vor der Zukunft. Du hast keine Angst mehr vor irgendetwas, was einen Übergriff über dich machen könnte, weil es das nicht gibt, wenn du es nicht in dein Leben kreierst. Das ist diese Wahrheit, das ist diese wirkliche, wirkliche Wahrheit über unser Seinszustand. Und da kannst du machen, was du willst. Du kannst schreien, du kannst schrampeln, du kannst sagen, da ist doch jemand im Außen und irgendjemand kann doch irgendwie noch was machen gegen mich oder für mich oder bla bla bla. Nein, du machst alles allein. Und damit es nicht ganz so einsam ist, machen wir das zusammen allein und kreieren uns einfach ein göttliches Business. Wir haben eh schon eins, also machen wir ein göttliches draus. Aber dazu musst du halt wissen, wer du bist als göttliches Wesen, als Göttin oder als Gott. Und diese ganze Kirchen bla 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 und Religions bla bla bla, die musst du klar kriegen. All das, was mit dir eingetrichtert hat, Blasphemie und den ganzen Bullshit, das musst du klarkriegen in deinem Kopf, dass es wirklich nur Informationen sind, um dich zu lenken und zu konditionieren. Solange du sie als wahr für dich annimmst, dann sind sie wahr in deiner Realität. Nimmst du etwas anderes für dich als wahr an in deiner Realität, verändert sich alles. Und weil es halt so ist und immer schon so war, würde ich empfehlen, das jetzt für sich selber so einzusetzen, dass es für mich ist, für mein Leben, für das, was ich erleben will und erfahren will und nicht mich so klein und mickrig macht und mir eben immer wieder sagt, das für dich geht es nicht, für die anderen vielleicht, aber für dich nicht. Das macht keinen Sinn, das ist nicht logisch. Alles ist für alle. Punkt.
universelle Gesetze, nennen sie so, göttliche Gesetze, spirituelle Gesetze, die Gesetze des Lebens, die funktionieren für alle gleich. Sie funktionieren einfach. Jetzt geht es darum, dass wir lernen, diese Person zu sein, die sich erlaubt, diese Gesetze so zu handeln, dass sie für mich sind, dass sie mir den Raum eröffnen, dass sie mir alles groß machen, anstatt das, was ich gelernt habe, dass sie gegen mich sind, mich klein machen, mich unterdrücken, den Raum mega klein machen und mich einsperren. Grrr. Schaut doch mal da draußen, was alle glauben. Glaub's einfach nicht mehr. Glaub was anderes und dein Leben wird kolossal anders. Ich persönlich habe durch die sogenannte Situation keine Einschränkung. Keiner muss eine Einschränkung haben. Es gibt keine Einschränkung für dich, wenn du keine für dich kreierst. Es gibt unendliche Möglichkeiten und Potenziale für jeden. Aber wir müssen es in unseren Schädel reinkriegen, in die Logik, in unseren Verstand, damit es reingeht in das Unterbewusstsein, einen Automatismus kreiert. Aber da oben geht's rein. Von mir aus durchs Kronenchakra, aber da im Hirn muss es passieren. Und die neuronalen Netzwerke, die bilden sich entsprechend deiner Vorstellungen und Überzeugungen. Da gibt's kein Hokuspokus. Veränder deine Vorstellungen und Überzeugungen. Zackete, zackete, verändert sich alles im Innen und im Außen ist auch alles anders. Und da gibt's natürlich noch so Trickies, ja? Weil unser altes System möchte ja nichts Neues machen. Es fühlt sich ja im Alten und im Bekannten sicher. Kriegt gleich Angst und Panik, wenn man sagt, ja, das ist halt neu. Neu will ich nicht. Da musst du halt dran arbeiten. Da musst du trainieren, dass du diesen Schisser, der sich immer wieder einschalten möchte durch die alten neuronalen Netzwerke und Gedanken, dass du den handeln lernst. Der ist da. Der ist da, der Schisser. Der ist überall allgegenwärtig. Aber möchtest du mit dem leben weiterhin oder möchtest du einfach sagen, nee, ich brauche keinen Schisser mehr. Ich kreiere keinen Schisser mehr in mein Leben. Kein Angsthase, weil ich weiß, ich kann alles kreieren. Ich bin super safe. Immer und immer und immer. Safe, frei und unabhängig. Also, die Anmeldung für Divine Business VIP ist offen ab sofort bis zum 20.05. zum Vorzugsfrühbucherpreis. Danach steigt der Preis kontinuierlich. Warum? Weil ich so will, weil es geil ist, weil es wert ist, weil ich bereit bin, das dafür zu empfangen, weil ich so mein Business handle. Also, wie handelst du dein Business? Du entscheidest. In diesem Sinne, ihr Lieben, einen wunderschönen Tag und bis bald. Wir sprechen mehr Business jetzt in Zukunft, weil ich wieder meinen Business-Funken entdeckt habe. Ich liebe eigentlich Business. Liebst du auch Business oder hast du Angst? Ich muss verkaufen, ich muss so viel arbeiten, ich muss dann. No. Das gleiche wie alle Vorstellungen, die wir haben. Wir vermaden und versauen uns deswegen irgendwelche Wünsche wegen unseren Vorstellungen. Nein, nein, nein. Fertig. Schluss, aus, Ende, am. Machen wir nicht mehr. Wir lieben unser Leben. Wir lieben unser Business. Wir lieben einfach all diese Möglichkeiten, die für uns da sind, weil sie sind nicht da, um uns traurig zu machen, weil wir sie nicht nutzen können, sondern sie sind da, um uns glücklich zu machen, weil wir sie einfach nutzen dürfen. So einfach. Okay, bye bye.